Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es wieder mal eine Produktvorstellung, und zwar von einem Produkt, was ich gekauft habe. Es ist hier ein Smart Tree, man könnte vielleicht sagen Monopol, wozu der gut ist, warum ich ihn dir empfehlen kann und was es sonst damit auf sich hat, wofür ich ihn benutze. Das gibt's alles gleich, kurz nach dem Intro. Moin Moin und herzlich willkommen hier auf dem Kanal der FF Fotoschule. Ich freue mich super, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Frank Fischer. Ich bin Fototrainer und Inhaber der FF Fotoschule. Ich bin viel auf Fotoreisen unterwegs und in Rom ist mir etwas aufgefallen. Zum einen, weil einer meiner Kunden, der Florian, etwas Ähnliches dabei hatte. Zum anderen, weil ich etwas vermisst habe. Und zwar war es eine Art Selfie-Stick. Sozusagen, Selfie-Stick ist der Typ jetzt ganz verrückt geworden? Nein. Bisschen ja, aber nein. Und was heißt eigentlich geworden? Ich habe mir dann hier von Smart Tree dieses Teil bestellt und ich zeige dir jetzt mal, wozu es gut ist und wozu ich es benutze. Man könnte sagen, erstmal, es ist eine Art Pol, weil ich kann das Ding hier so ausziehen. Jetzt gucken, das sind alle ausgezogen, so. Und halt so halten. Das heißt, ich habe hier einen schön gummierten Griff, hier noch eine Handschlaufe, damit ich es nicht verliere. Das ist besonders wichtig, wenn ich mit dem Ding irgendwo über ein Geländer rübergehe. Und dann ist dabei... Deswegen ist Selfie-Stick eigentlich schon der richtige Ausdruck. Einmal hier so eine typische, das muss ich mal ganz kurz ablegen, Action-Cam-Halterung. Und natürlich auch eine Telefonhalterung, eine Smartphone-Halterung mit einem Stativgewinde Viertel Zoll hier und Viertel Zoll da, sodass ich das in verschiedenen Richtungen hier aufbringen kann. Und dann könnt ihr euch das schon vorstellen. Ihr schraubt das Ding hier drauf. So, klemmt euer Handy ein. Selfies machen. Wunderbar, ist aber nicht mein Anwendungsfall. Mein Anwendungsfall ist ein anderer. Da gucken wir jetzt mal drauf. Das Schöne an diesem hier ist, der hat hier oben so einen kleinen Kugelkopf. Der ist nicht in alle Richtungen schwenkbar, braucht er aber auch nicht, weil im Prinzip reicht es, dass er so neigbar ist und dann hier festzuklemmen. Denn den Rest könnt ihr darüber die Drehung mit dem Stick machen, wo ihr jetzt genau hin wollt. Ich brauche das Teil für meine 360-Grad-Kameras. Ich habe ja eine Rollei 360-Grad und auch eine Theta V. Und ich stelle immer wieder fest, wenn ihr die in der Hand haltet und macht ein Foto damit, dann seid ihr erstens nicht besonders weit weg von eurem Körper, also ich von meinen in dem Fall, und zweitens sieht die Hand auf der Unterseite, da wo die beiden Linsen ja nicht vernünftig hingucken können, nach dem Stitching-Prozess zu 360 Grad nicht besonders schön aus. Und deswegen finde ich so einen Stick ganz schön. Ich habe den bei dem Florian gesehen, es hat mir ganz gut gefallen. Hat den Nachteil, der Stick ist im Bild, aber ihr seid erstens ein bisschen weiter weg von euch, könnt auch ein bisschen höher und ein bisschen tiefer. Und gleichzeitig ist zwar der Stick im Bild, aber eure Hand sieht wenigstens gut aus und der Boden unterhalb des Sticks sieht eben auch vernünftig gestitcht aus. Zusätzlich, ich fahre ihn mal so ein bisschen ein, damit ihr es besser sehen könnt. Wie gesagt, ist hier so eine Handschlaufe dran an dem gummierten Griff. Die kann man abmachen, weil hier unten haben wir nochmal ein Viertel Zoll. Und bei dem Viertel Zoll kommt das, was hier auf dem Aufbewahrungssack und auf dem Transportsack liegt, der nämlich auch dabei ist, hier zum Tragen, nämlich dieses Zusatzteil. Dieses Zusatzteil, ihr seht das gleich, ist etwas sehr Praktisches, gerade für 360 Grad. Es ist nämlich die Möglichkeit, den Smart Tree hinzustellen. Und hinstellen bedeutet ja nichts anderes als 360 Grad da drauf. Hinstellen, ein Stückchen weggehen, im Videomodus sich drumherum bewegen können und sich frei bewegen können. Und das alles so in dieser Kompaktheit. Ich finde das ein sehr praktisches Gadget. Wir gucken uns jetzt mal das eine oder andere Foto, was ich damit gemacht habe, an. Und vielleicht ein bisschen Videomaterial und sehen wir uns zum Ende. Gleich hier nochmal schnell wieder. Pol, Selfie-Stick, wie auch immer. Wenn du daran Interesse hast und das Ding kaufen möchtest, dann benutzt doch super gern den Link hier unten unter dem Video in der Videobeschreibung. Das ist ein Amazon-Affiliate-Link. Das heißt, für dich kostet das ganze Teil bei Amazon keinen Cent mehr. Und ich kriege eine kleine Provision von deinem Einkauf ab. Da würde ich mich super freuen, wenn du was anderes bestellen möchtest bei Amazon. Klick trotzdem erst auf den Link. Auch dann funktioniert dieses Modell.
Ich wünsche dir eine gute Zeit, viel Spaß beim Selfies machen. In diesem Sinne immer schön dran denken. Wir zwei, wir sehen uns wieder.